bei dem, was Sky die Morgen und Hannes Jenicke abgeliefert haben, will ich gar nicht auf deren Lügen eingehen. Es enttäuscht mich sowieso zutiefst, dass der Norddeutsche Rundfunk als öffentlich-rechtliche Senderanstalt kein, ich sag's mal, Arsch in der Hose hat, diese Lügen offen zu widerlegen. Hannes Jenicke sagte, okay, es gibt ja synthetisches Fleisch. Der Herrgott hat uns die landwirtschaftlichen Nutztiere gegeben. Nicht ohne Grund. Er gab uns keine synthetischen Fleischfabriken. Ich bin Tierarzt und ich weiß, welch Missgeschick mit synthetischen Zelllinien passieren kann. Die Industrie, sowohl Futter, Lebensmittel als auch Pharma, arbeiten eng zusammen. Es sind Konzerne. Synthetischer Fleischersatz und zum Beispiel hier dieser eine Impfstoff mal als Beispiel genommen, werden auf künstlich hergezüchteten Rinderzelllinien hergestellt. Was bei den Rindern passiert ist, kann ich euch erklären. Oberflächenstrukturen dieser Zelllinien implizierten Antikörper in den Muttertieren, sodass das Kalb, nachdem es oral, das heißt also gesoffen, diese Milch aufgenommen hat, Antikörper gebildet hat, die seine Blutzellen und seine Knochenmarkzellen zersetzt haben. Harmlos klingt Blutschwitzen, es kam zu Blutschwitzen. Das heißt, sie sind aus Mikroporen verblutet und gestorben. Das sind Ergebnisse der Justus Liebig Universität. Keine Fake News, so wie ein Hannes Jenke und ein Sky Dimon, Leute, mit denen keiner mehr sonst noch spielt, aber die irgendwo sich mal wieder kundtun müssen, hergeht. Beim Essen kommt es jetzt dazu, dass die Landwirtschaft ja an allem schuld ist, wir schaffen sie ab. Jetzt stellen wir synthetisch Fleisch her. Wir essen das. Es kommt zur oralen Aufnahme. Es wird verdaut und auch resorbiert. Und jetzt kommen irgendwelche Impfungen bei den Menschen mit hinzu. Einschließlich der modernen mRNA-Impfstoffe. Was dann dabei rauskommt, kann keiner prognostizieren. Das heißt, auch hier war das Risiko daran zu erkranken und zu verbluten 1200-fach höher. Es passte nur bei speziellen Kombinationen der DNA innerhalb der Muttertiere. Und wenn es hier so gewesen wäre, würde dieser stolze Ochse heute nicht neben seiner Mutter stehen. Wir haben Lebensmittel, die natürlich wachsen, die die Menschen über Generationen ernährt haben und nur dem Profit der Konzerne und Industrie zuliebe wird das alles klein gehackt, damit sie noch mehr die Kontrolle haben, damit sie noch mehr Gewinn machen. Ich hätte hier ganz fette Dollar- und Euro-Zeichen raufmachen müssen. Es geht nur darum, es geht nicht ums Tierwohl, es geht nicht ums Menschenwohl, es geht nur schnöde um die Kohle. Und das enttäuscht mich zutiefst, dass wir nicht in der Lage sind, diese Lügen, die auch über Öffentlich-Rechtlichen verbreitet werden, irgendwie zu stoppen. Eigentlich müsste man aufrecht sein und zum Boykott der GEZ aufrufen. Denn bis heute hat sich der NDR kein bisschen dazu geäußert und kein bisschen in der investigativen Recherche dazu, was passiert tatsächlich, wenn wir diese synthetischen Nahrungsmittel in uns aufnehmen. Australische Katzen, um abzuschließen, dürfen kein bestrahltes Rindfleisch aus Argentinien fressen, weil sie danach Lähmung haben. Das wussten wir vorm Bestrahlen der Lebensmittel auch nicht. Aber wir machen es trotzdem. Die Menschen sind den Konzernen egal. Danke.